Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Neue Deutsche Quelle Box von Saphir. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Neue Deutsche Quelle von Saphir. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Box zweimal hier liegen. Das bedeutet, es gibt wieder ein Gewinnspiel für euch, sprich eine Box werde ich in diesem Video öffnen und die zweite Box könnt ihr natürlich gewinnen. Alle weiteren Informationen dazu am Ende des Videos. Ja, Neue Deutsche Quelle von Saphir. Release wäre der 10.11. oder ist der 10.11., sprich morgen. Allerdings war das Album heute schon in der Post dabei. Die Box und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze einfach heute schon raushaue, inklusive dem Gewinnspiel. Und dementsprechend fangen wir heute ist Donnerstag, heute schon an. Ja, wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien. Es ist ja echt selten der Fall, also normalerweise die Freitag-Releases, ihr wisst ja, Freitag ist immer Release-Day für Alben, für Boxen etc. Und leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass oftmals dann erst am Samstag oder wenn es ganz blöd läuft, erst in der Woche danach die Boxen ihren Weg zu mir finden. Deswegen bin ich natürlich umso glücklicher, wenn das mal vorzeitig der Fall ist. Also, Neue Deutsche Quelle von Saphir, das lang erwartete Debütalbum von Saphir. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Klappbox und hier auf der Front haben wir Saphir mit ausgestreckter Hand. Neue Deutsche Quelle lesen wir hier, Saphir, und oben 187 Straßenbande präsentiert. Das dürfte wohl das Logo von Saphir sein, relativ schlicht gehalten, so in Grau bzw. Schwarz und Weiß. Auf der Unterseite haben wir das Logo der 187 Straßenbande. Auf der rechten Seite lesen wir nochmal Neue Deutsche Quelle. Auf der Oberseite das Saphir Logo, Rücken lesen wir nun die Quelle oder hier nochmal Neue Deutsche Quelle. Und dann haben wir hier auf der Hinterseite die Info, was sich alles in dieser Box befindet. Doppel-CD, Album-Instrumentals, Bombay Saphir EP, verlorene Tracks EP, Umhängetasche, Mini-Box-Handschuhe, Druckverschlussbeutel und weiteres. Alles klar. 187 Straßenbande-Logo, ein Barcode und die weiteren Credits. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal hinein. Auch hier nochmal das Logo oder der Schriftzug Neue Deutsche Quelle zum Vorschein gekommen. Wir haben hier einmal die Umhängetasche, die Mini-Box-Handschuhe. Okay, die ganzen Audios hier in einem extra Beutel, sehr interessant. Und dann haben wir hier noch separat das Poster. Das Poster, das einzige, was hier nicht in Plastik eingeschweißt ist. Die Box von innen glatt weiß. Okay, dann machen wir die Box mal zu und werden das Ganze mal, damit es nicht die ganze Zeit dann unterbricht, einfach mal von Anfang an alles aus dem Plastik befreien. So, einmal die Umhängetasche, weg mit dem Plastik. Dann haben wir hier einen Riesenbeutel, in dem sich die Alben befinden. Boah. Auch diese wieder allesamt eingeschweißt und die Boxhandschuhe ebenfalls. Hier werden wir kein Messer brauchen. Einmal, zweimal, weg damit, das lassen wir dabei hier. Und die Tonträger auch alle eingeschweißt, die werden wir auch mal alle öffnen, damit wir dann wirklich in einem durch das Ganze anschauen können. So, die erste EP. Dann das Album an sich, wobei man sieht hier, das Album hat hier sogar so eine Schlaufe. Wenn die funktionieren würde. Gut, ich glaube, wir helfen da mal nach. So, aber jetzt. Sauber. Und dann haben wir noch die zweite EP. Bombay EP. So wie der Jean. Hier geht es auch auf, sehr schön.
So, aber jetzt hätten wir das ganze Plastik mal entfernt. Hat lang genug gedauert. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Neue deutsche Quelle, Saphir lesen wir hier. Oben das Logo der 187 Straßenbande. Und wir sehen hier den Künstler Saphir vor einem, ja, vor einem Wohnblock, vor einem Plattenbau hocken. Sehr grau in grau das Ganze. Und hier ein Auto, das so aussieht, als wäre es Opfer eines Brandanschlags geworden. Also abgefackeltes Fahrzeugwrack. Zwei Discs lesen wir hier noch. Saphir, neue deutsche Quelle. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 15 Tracks an der Zahl. Beats wurden produziert von Jam Beats. Album Artwork Bobby Analog. Und wir haben jede Menge Features. Wir haben Features von Maxwell, Jesus, Alex, Bones MC, Sony, nochmal Alex, Hassan K, Gringo, Bones MC, Jesus, AK außer Kontrolle, Maxwell, nochmals Jesus, Stick und nochmal Bones. Also der Großteil der Features natürlich aus der 187 Straßenbande selbst. Nachdem das Album ja erst morgen offiziell rauskommt, habe ich jetzt noch nicht ins Album reinhören können. Es gab bis jetzt ja zwei Auskopplungen, und zwar einmal der Track Rush Hour, der ja mit Video veröffentlicht wurde, und dann noch der Track, wo haben wir ihn? Schnell machen mit Bones und Jesus. Also diese beiden habe ich schon gehört, haben mir auch ganz gut gefallen, muss ich ehrlich sagen, sowohl Beat als auch Rap-technisch. Video zu Rush Hour war so, ja, also ich sag mal, ja, Standard-Straßenvideo, so wie die meisten. Aber nicht schlecht, also kein Hate wegen des Videos. Dann kommen wir zum Booklet. Saphir und eine Dame auf diesem Fahrzeugwrack, Einbahnstraße. Nochmal Saphir, der hier das 187-Logo mit den Händen macht. 187 Straßenbande. Nochmal Saphir. Okay, finde ich sehr interessant, denn normalerweise beinhalten die Booklets ja immer die Infos über die Songs, also die Tracklist, wer hat den Beat produziert, wer ist als Feature vertreten etc. Ist ja nicht der Fall, wirklich rein Fotografien ohne Text. Dann hier die CD, neue deutsche Quelle, exakt von der Gestaltung her wie das Cover. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir noch eine zweite CD. Diese beinhaltet die Instrumentals, also Cover ident, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Und dann haben wir hier noch Saphir mit dieser typischen Handbewegung. Zum Abschluss auch nochmal alles in dieser Grau-Optik. Dann haben wir die Bombay EP, 187 Straßenbande, Bombay EP Saphir. Also es erinnert vom Artwork, vom Design und auch vom Logo her ganz stark an diesen Gin, an diesen Bombay Gin. Nur halt hier Saphir in der Mitte. Wir haben auf dieser EP ganze 8 Tracks, das ist eine Menge für eine EP. Beats allesamt wieder von Jam Beats produziert, der 187 Hauptproduzent, sage ich mal. Macht gute Arbeit auf jeden Fall. Wir haben hier kein Booklet, sondern nur so einen einseitigen Einleger. Die CD im Design, wie auch schon das Cover, so blau und gold. 187 Straßenbande lesen wir hier hinten noch. Und hier lesen wir Bombay Saphir EP. Freut mich auf jeden Fall, dass die EP in einer Plastikhülle ist. Spannenderweise die zweite EP, wie man es gewohnt ist, in einer Papphülle. Verlorene Tracks EP, Saphir 2009 bis 2013 lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir auch hier 8 Tracks. Also auch wieder sehr stark für ein EP. 8 Tracks, gefällt mir. Features Blut 61, Escobaba 39 oder 39, muss ich ehrlich sagen, sagen mir beide nichts. Ich schaue jetzt gerade, ja klar, auf der Saphir EP, auf der Bombay EP haben wir auch jede Menge Features, die habe ich jetzt vorher gar nicht vorgelesen. Also wir haben Features von Escobaba, Bossa, AK, Ilo, Sonny, Bobby, Ringo und Killer Vince. Die meisten dieser Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, sagen mir nichts. Wir haben dann hier die CD, ebenfalls in grau oder schwarz und weiß gehalten, verlorene Tracks EP. Da
Das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir ein Poster. Dieses Poster relativ klein. Hier das Cover im Hochformat zu sehen. Und auf der Rückseite aus dem Artwork das Foto hier vor diesem Plattenbau inklusive 187 Straßenbande Logo. Also sehr düster, sehr grau, in Grau das Ganze. Dann haben wir diese zwei Boxhandschuhe. Mini-Boxhandschuhe, 187 Straßenbande Logo in Schwarz und Weiß gehalten. Haben ja schon diverse Künstler drin gehabt. Architekt hatte das in seiner Box oder Contra K. Ja, kann man natürlich zum Beispiel im Auto an den Spiegel hängen, wo auch immer. Gefällt mir gut. Nettes kleines Extra. Generell für alle, die irgendwie ein bisschen vielleicht mit Kampfsport was am Hut haben, eine ganz nette Draufgabe. Also können sich damit was anfangen. Und dann haben wir noch die Umhängetasche. Diese in, hier ist noch ein Faden, in Schwarz und Weiß gehalten. Und hier haben wir noch 187 Straßenbande, einen Anhänger. Den können wir abmachen. Ups. Dann schauen wir mal in den Innenbereich. Also hier haben wir den Gurt. Ansonsten hier nichts weiter drin versteckt. Wir haben hier eine Tasche, eine Innentasche, so ein Zwischenfach. Und ansonsten ist das Ganze einfach ein großer Verstauraum mit eben dieser kleinen Innentasche noch. Dann haben wir das 187 Straßenbande Logo hier, relativ schwer zu sehen. Und das klappert jetzt die ganze Zeit. Was haben wir hier noch? Die Info über das Material. Und zwar haben wir hier zu lesen, okay, nein, hier steht gar nichts über das Material, hier steht nur Distri und die Adresse Made in China. Okay. Auf der Vorderseite haben wir das Logo, schwarz auf weiß, und man fühlt es auch, also es ist hier geprägt, man kann hier wirklich drüber fahren und das Ganze ist tiefer als die Oberfläche, gefällt mir gut, dass man das wirklich auch spüren kann und nicht nur die Optik hat. Ansonsten die Tasche sehr schlicht gehalten in Schwarz und Weiß. Hier noch ein kleines Zipfach. Ja, hier hinten die Plastikschlaufen, um die Träger entsprechend einzuhängen. Und dann könnt ihr natürlich mit Hilfe dieser Versteller hier die Größe entsprechend anpassen. Ob ihr das Ganze dann über die Schulter tragt oder ja, eventuell auch um den Bauch, um die Hüfte, das ist natürlich wie immer euch überlassen. Hier haben wir noch die zwei Nähte. Gefällt mir sehr gut. Haben ja viele Rapper mittlerweile schon gemacht, so eine Umhängetasche. Aber weiß und schwarz, klassisch, passend zum Artwork der Box, gefällt mir echt gut. Und auch wenn ich es jetzt nicht wirklich als ja, Boxinhalt ansehe, aber nachdem das ja hier hinten angeführt war, haben wir hier noch einen Druckverschlussbeutel im großen mit 187 Straßenbande-Logo. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das Album Neue Deutsche Quelle inklusive Instrumentals, also zwei CDs beinhaltet das Ganze. Die verlorene Tracks EP in der Papphülle und die Bombay EP in der Plastikhülle. Dann haben wir diese zwei kleinen Boxhandschuhe in Schwarz und Weiß. Dann in Schwarz und Weiß diese Umhängetasche und das doppelseitige Poster, beide Male im Hochformat. Und diesen Druckbeutel, Druckverschlussbeutel mit 187 Straßenbande Logo. Das alles in dieser wunderbaren Box, Neue Deutsche Quelle von Saphir. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr Saphir unterstützen möchtet, falls ihr die Musik feiert, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und zum Abschluss kommen wir noch zum Gewinnspiel. Was sind die Voraussetzungen? Was müsst ihr tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Es ist so simpel wie die Gewinnspiele, die ich davor schon veranstaltet habe. Einfach diesen Kanal Unbox Kings abonnieren und einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen mit eurer Lieblingsline bzw. eures Lieblingstracks von Saphir. Das ist vollkommen ausreichend. Ganz wichtig nur, bitte beachten bei den Abos, bei den Kanalabos auf eurem Kanal, dass ihr diese auf öffentlich stellt.
Weil wenn ich dann die Auswertung mache und euer Kommentar gezogen werden sollte, dass ich dann auf eurem Kanal wirklich nachvollziehen kann, dass ihr auch Abonnent seid, weil es wirklich für Abonnenten gedacht ist. Ja, das war's für heute. Viel Glück an alle, die an dem Gewinnspiel teilnehmen. Das Gewinnspiel wird in 4 Wochen aufgelöst. Heute ist der 9.11., sprich am 9.12. wird das Ganze dann beendet um 23.59 Uhr. Und ja, bis dahin will ich sagen, alles Gute, viel Glück beim Gewinnspiel. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.